Der neue James-Bond-Film im April verschoben. Jetzt lockt wenigstens der Blockbuster Tenet wieder Publikum ins Kino. Weil wir den Film unbedingt sehen wollten. Hab Tenet auch gesehen, weil ich finde, so große Blockbuster, die brauchen die große Leinwand. Aber was für die einen große Leinwand und Popcorn ist, da setzen andere Hessen mehr und mehr auf Streamingdienste. Also ich gehe momentan in der Tat nicht ins Kino und schaue dann bequem, sei denn auf dem Handy oder auf dem Laptop, Netflix. Und es ist halt günstiger in dem Sinne, weil so ein Kinobesuch ist halt auch nicht unbedingt so billig. Streamen statt Kino. Immer mehr Hessen holen sich Hollywood ins Wohnzimmer. Max will wissen, wie sieht es da aktuell für die hessischen Kinos aus? Wie können die kleinen und großen Kinos noch überleben? Beginnen wir in Lich bei Gießen im Traditionskino Traumstern. Bei Kinogängern aus ganz Mittelhessen beliebt. Ich bin quasi mit dem Kino alt geworden. Und ich gehe sehr gerne ins Kino. Also was heißt mindestens einmal im Monat. Weil man hat einfach das Ambiente, man kann mit den Freunden da sitzen und das finde ich sehr angenehm. Edgar Langer war es, der vor 37 Jahren dieses Kino vor der Pleite rettete. Und heute, seit 3,5 Monaten wieder geöffnet, hält der Kinomacher gerade so durch. Die Abstandsregelung schreibt vor, statt 192 Zuschauer dürfen nur noch 50 in den Saal. Wir machen damit etwa die Hälfte der Zuschauer, die wir brauchen. Das heißt, es fehlt die zweite Hälfte, also vom Geld her. Und wir wissen natürlich nicht, wie wir dadurch den Herbst kommen. So fehlen 60% der Einnahmen. Und obwohl sein Arthouse-Kino jedes Jahr Preise gewann wegen des guten Programms, sieht es bei unserem Besuch so aus. Knapp jeder 10. Platz nur besetzt. Christine Berg vom Filmverband der Deutschen Kinos weiß, so oder ähnlich ist die Lage in allen der 1700 Kinos in Deutschland. Wirtschaftlich gesehen geht es den Kinos sehr, sehr schlecht. Wir hatten erst die 3 Monate Schließung und dann einen viel langsameren Anlauf, als wir alle dachten. Inzwischen haben ungefähr 85% der Kinos wieder geöffnet, was natürlich alle freut, weil das ist die Leidenschaft ist, das Publikum reinzubitten, neue Filme zu zeigen. Aber es läuft wahnsinnig schleppend an. 104 Filmtheater gibt es in Hessen an 73 Standorten. Auf 333 Leinwänden werden Filme gezeigt, mit viel Platz derzeit. Wenig Publikum wegen Corona. Nur das eine. Das andere, Filmfans holen sich derzeit immer öfters bei den Streamingdiensten die Unterhaltung. Allein in Deutschland gewann Netflix 10 Millionen Neukunden im zweiten Quartal. Netflix ist weltweit der Marktführer. Gefolgt von Prime Video, Sky, Apple TV und Disney Plus. Ja, ich nutze Netflix. Aber erst seit 3 Monaten. Dass ich jetzt mehr von zu Hause aus das mache, dann wie gesagt Netflix schaue, anstatt ins Kino zu gehen. Ja. Weil? Weil es einfach noch so ein, sag ich mal, ungutes Gefühl dabei ist, noch so. Ich war jetzt zu Corona-Zeiten noch nicht im Kino, aber werde es auf jeden Fall mal bei guten Filmen, die noch kommen, in Angriff nehmen. Im letzten Jahr gingen deutschlandweit in der ersten Septemberwoche noch gut 1.700.000 Zuschauer ins Kino. Und in diesem Jahr deutlich weniger als die Hälfte. Max im CineStar in Frankfurt. Auch hier ist es leer an diesem Nachmittag. Das Kino gehört zur größten Filmtheaterkette in Deutschland mit insgesamt 55 Häusern. Sven Tröger leitet 6 dieser Kinos. Über genaue Zahlen im Minusgeschäft will er nicht sprechen. Von insgesamt 3.500 Plätzen dürfen sie nur 911 besetzen. Nach wie vor sind wir weit davon entfernt, wirtschaftlich zu arbeiten. Die Auslastung liegt derzeit nur bei einem Viertel, zumal ihm zugkräftige Filme fehlen. Und das ist halt wirklich das Ärgerliche, dass da man das Gefühl hat, dass dem einen oder anderen Verleih dann auch der Mut fehlt, in der aktuellen Situation ans Kino zu glauben und zu sagen, ich gehe den Schritt, ich bringe meinen Film ins Kino. Kommen Sie, Bond. Wo zum Teufel stecken Sie?
Auch der neue James Bond wurde um ein halbes Jahr verschoben, jetzt in den November. Aber er läuft zumindest im Kino. Andere angekündigte Filme, wie die Neuverfilmung Mulan, landen gleich beim Streamingdienst. Dass Mulan nicht in die Kinos kam, das war ein Schlag ins Kontor. Das kann man tatsächlich so sagen. Das ist ein Film, der fehlt. Ne? Die Umsätze fehlen, die Besucher fehlen. Das hat wehgetan. Ja. So verschwanden die Plakate wieder im Keller. Disney spielt den Film jetzt auf seinem hauseigenen Streaming-Kanal. Dort kostet er sogar mehr als eine Kinokarte. Und trotzdem, die Zugriffszahlen auf Streaming-Dienste schießen immer weiter in die Höhe. Normalerweise werden Filme zuerst 4 bis 6 Monate exklusiv im Kino gezeigt. Deshalb warnt der Kinoverband. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir brauchen uns gegenseitig. Der Streamingdienst braucht das Kino, Kino braucht das Fernsehen. Alles ist miteinander verwoben. Weil wenn sie Kino nicht haben, wird der Film auch nicht veredelt und kann gar nicht so erfolgreich in den weiteren Auswertungsstufen sein. Das heißt, es muss etwas geben, dass wir in Zukunft alle gemeinsam nebeneinander her uns überleben lassen, damit wir gegenseitig profitieren. Wenigstens gibt jetzt der Agenten-Thriller Tenet Hoffnung für Jens Tröger und seine Kinos, mehr Zuschauer wieder ins Kino zu ziehen. Zurück ins Arthouse-Kino. Dort fällt die Kindervorstellung aus. Keiner kommt. Doch Edgar Langer will weiterkämpfen mit Lesungen und Theater, damit das Publikum wieder den Weg in sein Kino findet.